gefüllte Eier. 4 Eier, 1 EL Creme Fraiche, Butter, 1 TL Olivenöl, 1 Schar 1 MSP. Chili-Pulver, Salz, Doppelpunkt R, 3 EL Krabbenfleisch, 1 EL Koriander, 1 TL Käferkaviar. Eier vorsichtig in zwei Hälften Doppelpunkt schlagen. Inhalt in eine Isso geben und 10 Minuten Doppelpunkt Eck mit dem Schneebesen Doppelpunkt schlagen. Creme Fraiche, Eier, Salz, Chili zugeben, erschlagen. Schalotte abnehmen, fein schneiden. Butteröl erhitzen, Schalotte.i glasig dunsten. Eimix. Krabbenfleisch zugeben, immer wieder umrühren, bis das rührreich und krümelig wird. Herd ausstellen, Ei mit Koriander vermengen, in die abgespülten Eierschalen füllen, in Eierbecher setzen und mit Kaviar verzieren. Osterlamm. Für eine Lammbackform. 4 Zutaten, 100 Gramm Marzipanrohmasse, 2 Eier, 75 Gramm weiche Butter, 50 Gramm Zucker, 1 pck. Vanillezucker, 1 Prise Salz, 10 Tropfen Bittermandelöl, 80 Gramm Weizenmehl, 20 Gramm Speisestärke, 1 gestrichener Teelöffel Backpulver, Puderzucker zum Bestäuben. Eier mit dem Marzipan verschlagen, bis sie schaumig werden. Nach und nach Butter, Zucker, Vanillezucker, Salz, Mandelöl zugeben. Rühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Mehl und Stärke sieden, mit Backpulver vermischen, zum Teig geben, gut verrühren. Backofen auf 175 Grad Celsius vorheizen. Die Lammform einfetten, Teig einfüllen, Form schließen. 45 Minuten backen. Die Form aus dem Ofen nehmen und erst 15 Minuten abkühlen lassen, bevor Sie das Lamm herausnehmen. Vor dem Servieren Puderzucker über das Lamm sieben. Gurkensnack. Circa 25 Minuten plus Kühlzeit. Einfach 2. Zutaten für 6 Personen, Proportion, 118 Kilokalorien, 3 Gramm Kohlenhydrate, 9 Gramm Eiweiß, 7 Gramm Fett. Eine Dose Thunfisch im eigenen Saft. 50 Gramm Doppelrahmfrischkäse, 100 Gramm Creme. Fraiche, 1 EL Zitronensaft, Hab und Petersilie, 2 TL Karpen, 1 TL eingelegter grüner Pfeffer, Salz, Pfeffer. Außerdem, 150 Gramm Salatgurke, 6 Kaktus-Tomaten, Petersilie, Salz, Pfeffer. 1 Thunfisch abtropfen lassen. Mit Frischkäse, Creme Fraiche und Zitronensaft pürieren. 2 Petersilienblättchen fein hacken. Karpfen und Pfeffer abtropfen lassen und ebenfalls fein hacken. 3 Petersilie, Karpfen und Pfeffer. Unter die Thunfischcreme ziehen. Salzen, pfeffern und circa eine Stunde kalt stellen. 4 Gurke waschen, abtrocknen und in 12 Scheiben schneiden. Auf eine Platte legen und die Creme darauf verteilen. Geputzte halbierte Tomaten und Petersilie darauf setzen. Salzen, pfeffern und servieren. Räucherfischtorte. Circa 80 Minuten plus Kühlzeit, anspruchsvoll. Zutaten für 16 Stücke, Proportion, 252 Kilokalorien. 9 Gramm Kohlenhydrate, 18 Gramm Eiweiß, 16 Gramm Fett. Für den Mehl bete ich Doppelpunkt 125 g Mehl, 60 Gramm Butter, 1 Prise Salz. Für die Lachsfüllung, 400 Gramm Magerquark, 100 g Doppelrahmfrischkäse, 125 Gramm Seelachsschnitzel, Salz, Pfeffer, 6 Blatt weiße gelatene, 125 ml Sahne. Für die Kräuterfüllung, 400 Gramm Magerquark, 100 Gramm Doppelrahmfrischkäse, 1 zerdrückte Knoblauchzehe, 4 EL gehackte Kräuter, Petersilie, Dill, Kerbel, Salz, Pfeffer, 6 Blatt weiße gelatene, 125 ml Sahne. Außerdem, 100 Gramm geröstete Mandelblättchen. Ein Mehl in eine Schüssel sieden, in die Mitte eine Mulde drücken. Butterstückchen mit 3 EL Wasser und etwas Salz in die Mulde geben.
Von der Mitte aus beginnend rasch zu einem glatten Teig verkneten. Zu einer Kugel formen, in Klarsichtfolie wickeln und Prozentstunde kühlstellen. Zwei Boden einer Sprengform, 26 cm Durchmesser, mit dem Teig auslegen. Mehrmals einstechen und bei 200 Grad Ober-/Unterhitze, um Luft 180 Grad, in ca. 20 bis 25 Minuten goldgelb backen. Aus der Form nehmen und auf einer Kuchenplatte auskühlen lassen. Einen Tortenring herumstellen. 3/4 Lachs füllen den Quark mit Frischkäse und Seelachsschnitzel im Fach rühren. Salzen, pfeffern. Gelatine nach Packungsvorschrift einweichen, ausdrücken und im Wasserbad auflösen. Gelatine unter die Quarkmaße rühren, die steif geschlagene Sahne unterziehen. Auf dem Teig verteilen. 30 Minuten kalt stellen. 4/4 Kräuterfüllung den Speisequark mit Doppelrahm Frischkäse, Knoblauch und Kräutern verrühren. Salzen, pfeffern. Gelatine nach Packungsvorschrift einweichen, ausdrücken und im Wasserbad auflösen. Gelatine unter die Quarkmasse rühren und die steif geschlagene Sahne unterziehen. Auf der bereits eingefüllten Lachsmasse verteilen und glatt streichen. 5 bis 6 Stunden kalt stellen. 5 Tortenring vorsichtig lösen. Den Rand der Torte mit den vorbereiteten gerösteten Mandelblättchen bestreuen und andrücken. Rostbeef. Zutaten für 8 Personen, Proportion, 388 Kilokalorien. 10 Gramm Kohlenhydrate, 30 Gramm Eiweiß, 24 Gramm Fett. 1 Kilogramm Rostbeef, 4 EL Olivenöl. 1 TL Salz, Prozent TL schwarzer Pfeffer. Für die Kräuterkruste, 2 gehackte Knoblauchzehen, 2 TL Dijon-Senf, 1 Zwiebel. 4 EL gehackte Kräuter, Liebstöcke, Petersilie, Melisse, Minze, Majoran, Rosmarin, 1 TL gehackter Thymian. Für die Salsa, 2 Tomaten, 1 Knoblauchzehe, 1 kleine Zwiebel, 4 EL Olivenöl, 2 Eiweiß Amico-Essig, Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker, 1 EL feingeschnittenes Basilikum. 1 Rostbeef mit Olivenöl einreiben, salzen, pfeffern, 1 Stunde ziehen lassen. Zutaten für die Kräuterkruste mischen, Rostbeef damit bestreichen. 2 Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze, Umluft 180 Grad. Verheizen. Rostbeef. In einem Bräter 10 Minuten braten. Hitze auf 120 Grad Ober-/Unterhitze, Umluft 90 Grad. Reduzieren und in ca. 40 Minuten fertig braten. Das Rostbeef sollte eine Kerntemperatur von 57 Grad haben. Fleisch in Alufolie abkühlen lassen. 3 für die Salsa die Tomaten blankieren, häuten, vierteln, Stielansatz und Samen entfernen. Fruchtfleisch in Würfel schneiden. Knoblauch und Zwiebel feinhacken. Öl, Essig und Gewürze verrühren. Tomaten, Knoblauch, Zwiebel und Basilikum zugeben, mischen und mit Zucker abschmecken. 4×4 Rostbeef in dünne Scheiben schneiden. R gleich mit der Salsa anrichten.